Ja, unsere Afrikaner haben schon für mich jetzt einen komischen Musikgeschmack. Ich werde sagen Philipp Menzel. Zum Beispiel Mama Lauda. Ja, das ist viel. Yannick manchmal. Ja. Was hört er, was du gar nicht? Manchmal ist es gut, manchmal ist es nicht schlecht. So. Maxi Arnold. Was hört denn der? Ja, also richtige Rapmusik, aber ist auch nicht meins, also von dem her. Boah, gibt's eigentlich auch nicht so. Bei uns hört jeder eigentlich alles. Aber der Jerome Rousselot, der hört manchmal meistens Liebeslieder im Kraftraum. Das kommt manchmal semi gut an. Maxi Arnold. Der hört ganz wilde Musik, auch ein bisschen zurückgeblieben. So, also weiß nicht, wie man das beschreiben soll, aber ihm gefällt's. Von dem her, über Geschmäcker soll man ja nicht streiten. Renato, Stefan, man hat ein großes Problem mit seiner Musik. Seine Musik vom Schweiz oder ich weiß nicht von wo, aber er war Katastrophe. Boah. Ja, Camacho. Ja, ich finde es eigentlich gut. Ich muss sagen, ich finde es positiv. Ich mache auch diese Musik. Aber ja, wenn Kammer dann immer hier so war mit seinem Programm oder mit Michael, hat er immer seine spanische Musik oder etwas drauf. Und die Jungs, die finden das, glaube ich, nicht so gut. Die meiste Kritik gibt es immer von Kammer, weil er doch eher was Spanisches bevorzugt. Deswegen, ja, es ist nicht außergewöhnlich, aber er möchte nicht so meine Musik hören. Ja, immer. Ich komme sehr gerne zum Training und ich bin auch ein positiver Mann, so ich bin immer am Blablabla. Im Training, Admir in die Garderobe, Josh. Jay Brooks, man gibt zu allem seinen Senf dazu, obwohl die Senftube meistens auch geschlossen ist. Fällt mir keiner ein, also nehme ich wieder Maximilian Arnold. Habt ihr irgendwas auszutragen, oder? Ich habe heute ein Spiel gegen ihn verloren und da möchte ich ihm jetzt einfach alles zurückzahlen. Willi? Aber ich weiß nicht warum, er versteht nicht Deutsch, er spricht nicht Deutsch, aber viele, viele Sprecher. Ja. Willi. Ja, braucht auch keine Zusätze. Jay, er hat eigentlich immer einen Kommentar abzugeben, egal bei welchem Thema und auch egal mit wem. Definitiv nicht Willi. Nicht Willi, definitiv nicht Willi. Ich werde sagen, ich. Okay. Darf ich, oder? Ja, Kapitän darf alles. Josh? Josh vielleicht? Ja. Josh war nicht schlecht. War nicht schlecht, ja. Nach mir kommt dann Sixpack. Ich würde schon sagen, der Pavo hat schon einen ordentlichen. Würde ich jetzt sagen, auch Felix Udokai. Der hat wirklich, glaube ich, einen ganz geringen Körperfettanteil und sehr muskulös. Ich glaube, Josh. Ja, Josh. Ich würde sagen, Pavo.